Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Ich muss voraus schon mal was Schlimmes sagen. Ja, der Yabbi, der hat keinen Bock mehr auf das Let's Play, deswegen muss ich das jetzt alleine durchziehen. Naja, ich werde das schon schaffen mit ein paar Ausrüstern, aber trotzdem hoffe ich, dass ihr das Let's Play jetzt einfach weiter guckt, auch wenn der hässliche Yabbi nicht mehr dabei ist. Und es geht gleich weiter. Mit Welt 7 heißt Tanz so, am Lavasee. Das war jetzt so unnötig, ey. Das war das dritte Mal, dass du die Begrüßung gemacht hast. Deswegen hat sie am Anfang schon keiner geglaubt, weil du sonst nie die Begrüßung machst. Ne? Ey. Was machst du denn? Hatte Probleme mit dem Mikrofon. Und Mann, mich regt's auf, dass hier alle Level irgendwie squalling oder so eine Scheiße sind. Squalling Level. Oh mein Gott. Nö. Jesus fucking cry. Geht schon weiter. Bumerang. Ja, es geht aber schon weiter. Und du bist doch. Jawohl! Das wird ein cooler Level. Jawohl, die Krone ist weg. Ich seh's voraus. Jawohl, die Krone ist weg, würde ich mal sagen. Die Krone ist auch scheißegal. Seh's voraus, wird ein schöner Level. Jawohl. Da oben ist 100% was mit Katzen. Lass uns erstmal hier stehen bleiben. Nein, warum bin ich in der Ecke bleibst einfach? Warum nicht einfach in der Ecke bleiben? Warum nicht einfach in der Ecke bleiben? Warum nicht einfach in der Ecke bleiben? Mach Wandsprung. Ja, okay, ich mach mal. Mach doch. Ah ja. Pilz hat sich voll gelohnt. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt mal hier einen Long Jump machen. Oh ja, die Bumerangs. Mal wieder ein Bumerang-Level seit langem. Hui, ist man hier safe? Hui. Auf jeden Fall, ich war der Viecher da drin! Entschuldigung. Ich glaube, wir sind nicht da. Ui! Das wird schon mal wieder ein geiler Level. Was machst du? Lachsfax ist kurz abwesend. Dann erzähle ich euch mal was Schönes. Es waren mal zwei Leute. Was war denn? Ey. Was war denn? Ich muss mal die Lage schätzen hier checken. Ich glaube, da waren Einbrecher. Ha. Ich meine, ihr müsst ja wissen, wir wohnen unter der Brücke. Und ich dachte, das sind jetzt. Haben da so ein. Ja, wir laden unsere Videos nämlich über das McDonalds WLAN hoch. Free. Nein, Free WLAN auf dem Markt in der Zone. Alter! Also, was ist denn das? Und da muss er jumpen, jumpen, jumpen. Oh mein Gott. Ein richtig Bekacker-Leiber. Obwohl der Level ist eigentlich geil gemacht, ne? Wir brauchen den Bumerang bestimmt noch für irgendwas. Und diese Nebulak-Bälle sind hier wieder. Weißt du, was Nebulak ist? Nein, doch ein Pokémon. Ah, die kommen da auch runter. Na, ach nee, die verfolgen uns jetzt. Ich bin tot. Und ich glaube, du wirst jetzt auch gleich der Daumen gehen. Was sage ich? Ich hätte springen können. Ja, ich weiß. Okay, für den Level werden wir ein bisschen lange brauchen. Den ganzen Part, nicht so schlimm. Ich freue mich da drauf. Deswegen guckt ihr auch unsere Let's Plays nicht. Und wir sind tot. Wieso musst du denn? Da ist man safe, Alter, das ist ein Junior. Da ist man safe. Wir stellen uns einfach auf den Block. Ja, warum müssen wir da rüber springen? Frag ich mich auch. Ja, weil ich nicht wusste, dass die Lava jetzt kommt. Ja, aber zu mir, an mich anschreien und sagen: Da ist doch safe! Warum springt ihr da rüber? Hier oben auf den Block stellen. Genau, genau, was ist da auch noch in ist gleich so schlecht. Ah ja, sieht echt schon geil aus. Geil. Geil. Danke. Genau. Mann, geh mir mal am Sack, diese Scheißdinger. Ja, genau. Also der verfolgt mir dich. Ich bin hier. Platz drauf, der verfolgt mir dich. Er verfolgt den richtigen. Ja. Ey, muss man da reinspringen? Um die. Hä? Ja, wie bin ich jetzt bitte gestorben? Hätte mich. Alter, bist du schlecht! Ich hoffe am Ende stehen dann da, wie viele Game Over man hat. Oh. Wie viele Leben sind mit. Wie vielen Leben sind wir jetzt reingegangen? Haben es 5 Minuten gefällt, ohne etwas zu erreichen?
Vor allem, ja, vielleicht schaffen wir ja den Schloss, das Schloss hier noch in diesem Part. Ich wusste ja nicht, dass es guter so ein Level Bit. Ist, wo, in den du überhaupt nicht kannst. Gut, du kannst ja also so gar kein Level, aber davon her. Dann könnt ihr natürlich auch langsam machen, aber. Könnte man aber. Ich dachte schon, wenn die Zuschauer sehen, die wir verkacken. Bitte das Speck. Pass auf, der kommt. Ich finde das nicht geil gemacht, Alter. Wird nur animiert. Das versteht niemand. Darf da vorne geht und nicht. Nein! Lass dich noch am besten treffen. Lass dich treffen. Kann das sein, dass du im Kreis läufst wie so ein Bescheuerter und so doof bist, das Ding abzufeuern? Ganz starke Leistung, wollte ich mal sagen. Ich hatte es noch nie. Ich hatte es heute noch nicht einmal gemacht. Alter, das ist Logik. Warte, ich bin da. Ey, auf einer Safe-Plattform. Die Grünen sind immer die Safe-Plattform. Ne? Nimm das Ding. Gut. Das hat niemand verstanden. Alter! Ich hab gesagt, Alter, gut. Ich kann es leider nicht. Angst. Ich guck jetzt immer, ich guck ab sofort. Immer. Natürlich, weil ich dich getragen habe. Ich guck jetzt immer bei solchen Dingern, ob man da rüberlaufen muss, seitdem da eine Stempel dann mal versteckt war. Bei welcher Stempel? Da war mal ein Stempel versteckt. Wo denn? Da, ich hab die Stempel gesehen. Ach, wo war da mein Stempel? Soll ich mich töten lassen? Ach nee. Also, Blase. Hui. Ey, die kann man runterficken. Vielleicht muss man da welche runterschubsen. Junge Mann, für den ich sterbe! Es war doch logisch, dass da was ist. Meine Fresse, ey. Dass du auch so blind bist, dass du nicht siehst. Ist das jetzt hier noch? Ja, ist es eben. Nicht. Da ist es doch. Seh's nicht. Ja, weil du blind bist. Bist du... Alter, wie bist du ja gerade? Scheiße. Wow. Come on! Safe. Wir haben den Level komplett gegen die Fahnenspitze. Der war auf die Eier. Fick dich. Alter, wenn wir jetzt hier noch gestorben wären, wäre das richtig scheiße gewesen. Ja! Der Boss liked, Mann, der macht's, Alter. Hier. Schöner Level, gut gemacht, würde ich mal sagen. Nein. Und einen Bumerang gibt's auf die Quote. Nein. Wer bekommt man den dritten Stern? Ja, da bist du ja, schlecht. Ja, das hätte man auch nicht rausgefunden, wenn ihr nicht Lachsacks dabei gehabt hättet. Dann sagst du, bist schlecht, aber jetzt hast du. Hey, ich würde suchen. Ja, geil. Vielleicht bei Parts kommen, die wir nicht gesucht haben, gefunden haben. Was denn? Hast du irgendwas gehört oder was? Bei uns, wir sind gerade nicht alleine zu Hause und da sind gerade Leute gekommen, glaube ich. Ja, machen wir jetzt noch das Bowser-Schloss, ja. Und jetzt kommt das Bowser-Schloss. Nach. Ja. Hier ist so 130, wir haben 200 gerade. Ah ja, braucht man echt 130. So, ich geh nochmal kurz gucken, was das hier braucht. Und in der Zeit unterhalte ich mich mit einer Geschichte. Okay, das ist ein bisschen krass. Also, ich bin hier gerade so am Skype, nicht, aber am Skype chatte ich so mit ein paar Leuten. Gerade so. Weil ich krieg vielleicht bald ein neues Minecraft-Intro. Es kommt natürlich nur von Minecraft, weil das eher zu Minecraft passt und nicht für die anderen. Ja, und jetzt habe ich mal meine YouTube-Suchleiste so aktualisiert, da finde ich aber gerade nichts Neues. Ja, Lachsfax ist jetzt auch wieder da, also die 20 Sekunden euch zu unterhalten hat es voll gebracht, muss ich sagen. Hey Lachsfax. Bowser-Schloss. Roti.
Weltschloss. Weltschloss, Schloss, Bowsers Schloss in Lavasee. Alter, in diesem Satz war jetzt dreimal das Wort Schloss dabei. Schloss, Schloss, Bowsers Schloss. Die Augen funzeln. Mit vier Leben rein. Mit vier Leben reinzugehen, bringst du schon mal. Wir schaffen das so oder so nicht wetten. Wieso? Ein Let's Player, den ich jetzt hier nicht namentlich erwähnen könnte. Hatte den. Ein Let's Player, den ich namentlich erwähnen würde, hat den letzten Level bei Super Mario 3D den Kronlevel, der ganz schwierig ist, auch im First Try geschafft. Ja, die mit den geilen Boomerangischen Künsten. Das müsste ich machen. Befrei dich. Lass mich! Ey. Ich glaube, da kommt irgendwas auf der Wand, dann kann man das auch so schaffen. Ja, da muss man mit dem Bumerang dagegen schlagen. Ich mag die neue Bowser. Da muss man mit dem Bumerang dagegen schlagen. Ja, da muss man den Bumerang machen. Wir haben ja noch ein Leben. Die Bellen, die wir mit jetzt mit Bowser Fußbällen ab. HDMs. Was hast du jetzt gemacht? Was hat es jetzt gemacht? Du hast geöffnet. Vielleicht ist hier oben der Waffenschmaus. Ich bin tot. Jetzt muss ich nur mal schnell sehen. Oder auch nicht. Vielleicht. Doch, warte. Hey, du musst die Bälle dahin tun. Ach nee. Hinschießen. Du bist doch gut im Fußball, Lachsfall. Na. Ja, das war so logisch, das war logisch. Ey, aber der Schnäbel war schon mal gut versteckt. Hui. Alter, jetzt geht's hier los, ja. Ey, die geben mir Münzen gratis. Ich bin tot. Ja, du kippelst hier. Wie kann man da beim Kippeln zocken, ey? Echt jetzt? Scheiß drauf. Ey, du musst jetzt allein gegen Bowser kämpfen. Ach, geil. Freue ich mich drauf. Ja, geil. Hammer, Bruder. Meine besten Freunde. Ja, du bist voll der Pro. Achso, ich muss den holen. Du bist voll der Pro. Wow. Ich weiß, ich bin besser als du. Du bist ja gestorben. Nee. Ja, du kannst mich noch befreien, wenn jetzt irgendwie Münzen kommen. Die Musik geht gerade leiser. Jawoll! Bowser hat sein Hot Whale aufgetürmt. Bowser, dann nenne ich diesen Part Bowser, hat jetzt ein Ferrari. Ha, ha, ha. Das ist Mercedes-Benz, Junge. Echt jetzt? Dann ist der Kampf bisher einfach. Kommt drauf an, wie viele Stufen es entwickelt. Nein, ich will's nicht. Ja, Kai, ich bin klein und muss das jetzt schon. Das ist der Verarschen. Es gibt drei Stufen. Das war jetzt die erste. 100%, aber ich würde mich scheiße schwer. Alter, da braucht was Grünes. Kann das sein, dass er ein Stern ist? Ja, weißt du, der hat die beiden Sterne da unten drunter. Nein, einen Stern haben wir ja schon verpasst. Ja, genau. Du bist overpowered! Pass auf, der kotzt jetzt dreimal. Der muss sich aber ganz schön oft übergeben. Oh! So,
soll man denn aber auch auf alle Sachen gleichzeitig... Bowser muss sich ganz schön oft übergeben. Ey, komm. Ja, am besten hast du jetzt mein Mikrofon rausgezogen, ja. Hast du auch? Nee, hast du nicht. Alter Mann, du kriegst mich so in Schock. Spiel mir den Level jetzt. Am besten hast du einfach mal mein Mikrofon. Spiel mir den Level jetzt doch mal, verdammt nochmal. Ja. Hä, es sind 15 Minuten. Hart kannst du nicht. Wir hätten auch 100% das geschafft, wenn du nicht noch sterben musstest. Nee, wir hatten nur 4 Leben. Das war ja, und? Hast du nicht alle 4 Leben verlieren? Oh, das Videogamepad pinkt. Bitte dich jetzt cool. Das scheißegal, wenn du rausgehst. Mit dem Spiel oder nicht. Wow, der kann noch einen Bumerang. Wenn ich jetzt groß gewesen hätte, ich den verloren. Alter, Alter Mann! Spring mal rein. Mann, die Libellen gehen mir auf den Sack, solche Fratzen! Nein, nicht aggressiv, Lachsfax. Jump doch einfach durch. Genau, wenn ich mich jetzt nicht rechtzeitig bereite, dann ist es nicht gut. Hier brauchen wir einen Bumerang. Ach nee, den haben wir noch nicht. Danke! Lass mich in den Tod fallen, du Opfer. Ey, Lachsfax, sein Lieblingswort ist Opfer. Ey, man kann auch einfach über auf die Libelle. Echt jetzt? Warte. Alter! Lachsfax, wir haben die Welle. Die Welle! Die Welle! Wir haben die Hälfte. Die Welle ist ein Buch und ein Film. Und den musste ich in der Schule lesen. Ja! Ey, komm jetzt, opfer dich. Opfer. Okay, man kommt da eh nicht hin. Warte, hier sind 2 Items, glaube ich sogar. Guck. Hui. Warte kurz. Okay, gehst du allein. Nein, lass mich zurückgehen. Töte die Libelle. Natürlich, weil du schneller rennen kannst, schaffst du das. Wir haben nur 5 Leben verloren, Alter. Boah, wie gut! Ich will nicht gegen Bowser kämpfen, ich bin Luigi! Ist ein bisschen blöd, dass man das hier nicht überspringen kann, diesen Einspieler. So eine Scheiße gab es auch in Super Mario 3D, Super Mario Bros. 2. Das war richtig scheiße beim letzten Ende. Falls der kotzt. Ja, wir können es jetzt aber schneller schaffen, weil 2 Spieler gleichzeitig sind. Ja, aber ich erinnere mich ja noch an den ersten Kampf, da hast du keine Zielung auf den Tor. Ja, ich bin nicht so gut mit Bällen. Aber jetzt haben wir schon die erste Stufe geschafft. Ja, die zweite Stufe wird aber jetzt schon schwieriger, weil sich erstens zweimal zu der. Wie lange geht der Welt? Geht hier das eigentlich? Geht das unendlich? Oder wechselt es? Na, da muss sich doch immer der Hintergrund ändern, weil manche brauchen hier länger und manche brauchen langsamer. Wir müssen gerade ein bisschen so weit hinten, Alter. Du mit deinem Mikrofon. Ich hab kein Mikrofon. Warte. Ich glaube, so auf dich drauf springen. Ich glaube, es war jetzt erst die erste Stufe. Oh, war's auch geil. Guck. Die noch er hat, glaube ich, zu viel gegessen.
4000. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Und jetzt kommt die letzte Stufe. Oh Gott. Ja, wie willst du mich hier treffen? Der hat es voll auf dich abgesehen, wenn du so viele Treffer gemacht hast. Jetzt kommt die letzte Stufe. Na, haben wir ihn. Außer wenn er dann nochmal lebt. Was man so üblich kennt von Mario-Spielen. Leider. Aber ich hoffe einfach mal bei diesem Spiel nicht. Du springst da einfach mal um. Bam! In your face! Pitch. Nein, Spaß. Jetzt schläft er wieder in der Luft mit seinen ultimativen Schläfen. Das ist schon gefeiert, damals. Jetzt. Ja. Nee, jetzt ist er aber verbrannt. Letztes Mal ist er durch die Luft geflogen, hat er nur seinen Arsch aufwand, aber jetzt ist er. Komm, die Münze brauchen wir für das, was jetzt noch kommen soll, falls jetzt überhaupt noch was kommen soll. Ja. Ich denke ja Spezialwelten. Nein, ich weiß es bloß nicht. Echt? Jetzt macht er hier die Penissprünge oder was? Oh, da sind ja schon 7. Okay, das war ein bisschen pädophil. LOL! Achso, das Videogamepad ist aus. Warte! Nein! Ich will den Gewinner-Song hauen! Und so zieht man ein Let's Play unnötig in die Länge. Oh, du bist so hirnrissig. Jetzt habe ich mal schnell meine Logitech-Boxen rausgemacht. Und das ist das Video-Gamepad wieder rein. Jetzt muss ich meine Handgelenkschlaufe noch machen. Mario wollen wir nicht haben. Hallo, Chifana, hallo, Chifana. Ich muss den Level eh nochmal spielen. Scheiße. Echt? Uns wird ein Stern. Uns fehlt ein Stern. Weiß ich noch, jetzt jemand noch. Ey, Bowser knurrt gerade. Ey, wie Luigi geguckt hat. Gedacht. Was darf's denn sein? Wie dumm man auch einfach sein muss, ganz ehrlich. Hä, hey, hat er die Karte mit in seinen Tod gerissen? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Das ist gerade voll die geile, schillige Mucke. Natürlich machen wir mit dem Feuer. Hey, aber wer macht denn jetzt bei uns? Hallo! Das ist mir zu einfach, ich weiß nur. Der Einheit geschrieben, der Bosskampf ist nicht zu einfach, da weiß ich echt einfach. Hey, aber gegenüber den New Super Mario Bros. 2 Final, hallo, aber das war noch nicht der Final. Für uns? Hallo! Genau, wer macht für uns jetzt Hallo? Bausachen. Wir müssen in die Röhre. Aber was in der Röhre ist, erfahren wir erst im nächsten Part. Nein, das wird. Nächster Part ist ein Flashback. Nein, wir erfahren das jetzt. Ich würde mal sagen, die dauert ein bisschen lang. Genau, stimmt, das gab es ja auch auf dem Cover. Das ist auch auf dem Cover zu sehen. Ja, stimmt, das muss ja auch noch gehen. Ach, schön. Jetzt die epicste Belt. Belt. Welt. Jawohl, und in diesem Moment werde ich angerufen und ich sag schon mal tschüss. Ja, ein Bowser-Krummel beziehungsweise Bowser-Freizeitpark, Bowser-Kirmes, ist doch richtig geil. Wir schauen gleich mal, wie viele Levels hier gibt. Das war die falsche. Und ich hoffe, du hast mir nicht beendet, weil ich möchte mir diese Welt nochmal schön ansehen. Ja, Rätselbox. Ja, anders war klar. Naja, es hätte auch noch gar nicht zu Ende sein können, weil da haben noch Stempel gefehlt. Alter, das sieht ja schon mal sowas von Fame aus. Ich finde die geil. Die ist da, guck mal, die ist da ganz oben erschienen. Was ist da oben erschienen? Der Karte. Was denn? Ist die da erschienen. Alter, wie voll wollen die Karte noch machen? Als ja, jetzt mal echt, die Karte ist ein bisschen überfüllt. Ja gut, aber jetzt ist die achte Welt. Alter, das sieht ja, so ja, ist die achte Welt. Es gibt immer regulär 8 Welten. Ich finde das so geil mit den Sprühpflanzen da vorne. Finden wir jetzt schon das Secret. Mach mal, stoß mal noch an den anderen Block an. Ja.
ist wieder diese Musik, wenn man schon diesen Boss Plebarius und so töten musste. Genau die gleiche Musik. Du kannst ja noch kurz was labern, ich laufe mal ein bisschen rum. Hier kann man nicht weiterlaufen. Kommst du noch nicht hoch. Och Mann. Aber ich finde das mit dem Wasserspringen. Okay, wir gehen zum ersten Level. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part gibt es wahrscheinlich einen kurzen Flashback-Part. Und, oder wir machen die Welt hier auch schon gleich. Theoretisch könnten wir die Welt anfangen und das dann den Flashback-Part zusammen machen. Es lohnt sich ja, besser. Wir machen den Flashback-Part zu Ende. Und dann fangen wir mit dem ersten Level vielleicht. Ja, aber dann wird es nur 10 Minuten parten. Das ist immer nötig. Dann können wir lieber einen 30 Minuten Flashback-Part machen. Nö, wir machen den Flashback-Part und dann machen wir einfach noch einen. Am Anfang. Nein, dann kann man das ja nicht Flashback-Part nennen. Und das ist doch scheiße sonst. Nein, das doch. Ist, Junge, lass es anders. Brech ich ab das Let's Play. Deine Forderung hier mal. Du musst das Video nicht schneiden. Das ist für mich unlogischer zum Schneiden, weil es für mich dann mehr. Für mich ist es mehr, wenn ich an einem Video mehr schneide, an beiden zwei Videos unterschiedlich viel. Karte des Feenlands. Wieso lege ich das jetzt das erste Mal oben links? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall im nächsten Part sehen wir einen Flashback-Part, wo wir in Welt Schloss 5 einen Stern einsammeln, eine Titanspitze und den Stempel holen und in Welt Schloss noch einen Stern holen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, fangen wir mit Welt Bowser, mit dem Welt Bowser 1 an. Also, tschüss Leute, bis dann. Tschüss.